Ja, herzlich willkommen im Juli. Wir sind mitten im Sommer und es ist auch dementsprechend heiß draußen. Und ich habe wieder mal die Promo-Aktion für dich mitgebracht für den Juli. Der Juli ist ja ein ganz spezieller Monat, weil da haben wir auch immer den Young Living Day. Und wie du wahrscheinlich schon weißt oder vielleicht auch noch nicht weißt, machen Vice und ich immer einen komplett kostenlosen Young Living Day Kurs. Also wir verlinken dir hier unten auch gleich die Anmeldung zum Young Living Day. Der findet am 6. Juli statt. Wir machen das immer online. Das heißt, dein Zugang ist ab 6. Juli da und vorhanden und zur Verfügung. Du kannst ab 6. Juli online gehen und dann steht dir dein Zugang lebenslang zur Verfügung. Also das ist mal Nummer 1 von heute und der Juli hat noch so einiges anderes auf Lager. Das kommt dann später. Jetzt fange ich mal mit der Promo an. Ja, wir starten gleich wieder mit deinem ersten Geschenk und zwar bei einer Bestellung von mindestens 120 Punkte, wie immer nur im Treuprogramm. Das heißt, du musst im Treuprogramm sein, um dein erstes Geschenk zu bekommen. Und das ist diesmal die Jade Lemon. Also die Jade Zitrone heißt deswegen Jade, weil sie aus China kommt. Und diese Zitrone ist sehr, sehr speziell. Hier wird die grüne Zitrone geerntet, im Gegensatz eben zu der gelben Zitrone bei uns. Und die grüne Zitrone hat den Vorteil, kann man sagen, dass die D-Limonene noch einen wesentlich höheren Anteil haben. Daher wirkt die grüne Zitrone, diese Jade Lemon, noch einmal, würde ich sagen, konzentrationsfördernder. Also sie unterstützt die Konzentration noch mal besser und sie wirkt auch entspannender und ist einfach in der Wirkung intensiver als die normale Zitrone. Du merkst das auch gleich, wenn du dran riechst. Es ist auch meiner Meinung nach der Geruch intensiver. Also ein feiner, intensiver Zitronengeruch. Also gerade auch, wenn es um Konzentration geht, um wirklich, dass du dich auf, ja, fokussieren muss, dann ist die Jade Lemon vielleicht sogar die bessere Wahl für deinen Diffuser, um dich da zu unterstützen. Auch einfach einen Tropfen auf deine Hand zu geben, um wirklich zu zentrieren und ja, da richtig tief hineinzugehen. Und auch hier, wenn du dran riechst, du glaubst wirklich, du bist im tiefsten Italien und fühlst dich echt unter Zitronenbäumen, findest du dich wieder. Also ein traumhafter Duft. Wofür kannst du es natürlich noch verwenden? Für Massagen, in die Bodylotion, ins Duschgel, auch für die Gesichtspflege, sowie alle Zitrusöle ist auch natürlich Jade Lemon sehr, sehr gut für die Gesichtspflege, gerade eben bei unreiner Haut. Ganz, ganz wichtig, was natürlich auch für alle Zitrusöle gilt, sie sind fotosensitiv, also gerade jetzt im Sommer, bitte, wenn du danach direkt in die Sonne gehst, auf gar keinen Fall verwenden, weil dann kann es einfach sein, dass deine Haut Verfärbungen bekommt, das wollen wir natürlich nicht, aber du kannst es natürlich direkt riechen, auf die Fußsohlen geben und wenn du so einen richtigen Konzentrationsschub brauchst, gerade wenn es jetzt heiß ist und ja, du wirst sehr schnell müde, dann ist da die Jade Lemon natürlich das perfekte Öl dafür. Ja, dann sind wir auch schon wieder bei 190 Punkten. Das heißt, bist du im Treueprogramm, bekommst du Jade Lemon dazu. Bist du nicht im Treueprogramm, dann bekommst du jetzt diese beiden Produkte bei einer Bestellung von mindestens 190 Punkte als Geschenk dazu. Das erste ist gleich mal die Nelke Clove, ein 15 Milliliter Flascherl. Die Nelke, ja, hat natürlich ein ganz feines Aroma, ist zu dieser Jahreszeit sehr, sehr gut. Ein kleiner Tipp am Rande gegen Mücken, also sie wirkt mückenabschreckend, ist so ein feiner Nebeneffekt. Also wenn du sie jetzt zum Beispiel in den Diffuser gibst oder ja auch auf die Fußsohlen ist vielleicht ganz gut. Ansonsten direkt auftragen am Körper würde ich die Nelke jetzt nicht, weil sie natürlich ein sehr, sehr starkes Öl ist. Wirkt aber auch sehr unterstützend, wenn du dich psychisch erschöpft fühlst. Also gerade auch, wenn es so heiße Tage sind und du bist so richtig erschöpft und kommst nach Hause
und ja, dir ist alles zu viel, vielleicht auch dann gibst du dir einen Diffuser, gib dir ein bisschen was auf die Fußsohlen. Ansonsten, wie gesagt, einfach dran riechen kann auch schon ganz viel bewirken und ist natürlich ein ganz ein feines Aroma. Und klarerweise, ich meine, was macht die Nelke? Es ist zwar Hochsommer, aber sie erinnert uns so ein bisschen immer an Weihnachten. Aber sie hat ganz, ganz viel auf Lager und unterstützt dich wirklich in vielen Bereichen. Also erstens natürlich Mücken, ist super für den Sommer. Und zweitens auch, wenn du jetzt so ein bisschen wirklich erschöpft bist und am Abend erschöpft nach Hause kommst. Auch manchmal in der Früh, wenn du erschöpft aufwachst, nach einer sehr, sehr heißen Nacht, also heiße Nacht nicht zweideutig gemeint, wenn es einfach heiß draußen ist und du jetzt keine Klimaanlage hast, dann kannst du dir auch in der Früh ein bisschen vielleicht Nelke auf die Fußsohle geben und sie wird dich da sehr gut unterstützen. Das zweite Produkt ist auch eins meiner Lieblingsprodukte und zwar das Minzpeeling. Peeling ist eins der wichtigsten Dinge, um wirklich die Haut zu reinigen, um die Haut einfach wieder rein zu bekommen von den ganzen Ablagerungen, gerade auch im Sommer, wenn wir viel schwitzen, ist Peeling ganz wichtig. Also ein Peeling sollte man sowieso immer mindestens zweimal in der Woche machen. Im Sommer empfehle ich sogar öfters. Da spürt man dann auch manchmal, es ist ja, alles fühlt sich so unangenehm an, die Haut wird so leicht kriselig, eben durch Schwitzen wird das alles total intensiviert und da ist das Peeling wirklich spitze. Es ist auch eben ein Minze-Peeling, dadurch ist es auch sehr erfrischend und sehr, sehr angenehm, gerade jetzt im Sommer. Ich verwende es jetzt im Sommer 3-4 Mal in der Woche, sogar manchmal jeden zweiten Tag, weil ich es so gern habe. Einfach hier nehmen, ein bisschen was, so eine kleine Kappe in die Hand geben, dann vermische ich es immer ein bisschen mit Wasser, ja, damit es dann sehr schön sich auf den Handflächen eben, ja, vermischt wiederum und dann trage ich es einfach aufs Gesicht auf. Du kannst ein Gesichtspeeling machen. Es hat eine ganz feine Körnung, daher ist es auch fürs Gesicht wirklich sehr, sehr gut geeignet. Du kannst natürlich auch deinen Körper damit peelen, aber ja, eigentlich ist es definitiv fürs Gesicht gedacht. Auch sehr gut für pubertierende Kinder in der Jugend, also die lieben es auch sehr, auch aufgrund des Duftes natürlich. Also das kann ich dir wirklich nur empfehlen und ist jetzt als Geschenk noch dazu dabei, wenn du um 190 Punkte bestellst. Das kann ich dir, ja, rate ich dir definitiv, das zu tun. Weiter geht's wieder mit einer Bestellung von mindestens 250 Punkten. Wie immer, du bist im Treueprogramm, dann bekommst du all das plus Jade-Lemon. Du bist nicht im Treueprogramm, dann bekommst du trotzdem all das hier. So, jetzt kommen nochmal zwei wundervolle Produkte dazu. Das eine ist ein Öl und zwar Melrose. Melrose ist eine sehr spezielle Mischung aus Teebaumöl ist da drinnen zum Beispiel, Niaulöl ist drinnen und Rosmarinöl ist drinnen. Das sind alles wundervolle Öle für die Haut. Daher ist Melrose auch sehr bekannt als das ätherische Öl, gerade in der Zeit der Pubertät. Aber nicht nur das, auch ich verwende sehr gern in meiner täglichen Hautpflege. Also ich wechsle immer ab. Ich nehme manchmal, weil meine Haut sehr eher unrein ist, eher ja, öliger ist als andere Hauttypen, hat den Vorteil, dass ich nicht so leicht Falten kriege, hat den Nachteil, dass ich immer glänze. Also kein Vorteil ohne Nachteil und umgekehrt. Deshalb wechsle ich immer ab, Melrose zum Beispiel mit Weihrauchöl oder Sandelholzöl. Also ich gebe immer andere Öle in meine tägliche Pflegecreme hinein, um so einfach wirklich die Haut ja immer auf unterschiedlichste Art und Weisen zu unterstützen. Und wenn ich merke, die Talgproduktion wird wieder mehr und ich habe wieder mehr Unreinheiten, dann verwende ich zum Beispiel sehr, sehr gerne Melrose, weil da eben schon die Kombination zum Beispiel eben von Rosmarin und Teebaumöl drinnen ist.
Und wie gesagt, gerade für die Jugend ist es ein ganz ein tolles Öl, eben aufgrund dieser Kombination. Einfach auch hier in die Pflegecreme, da aufpassen, unbedingt eine 100% natürliche Pflegecreme zu verwenden. Keine Parabene, keine Paraffine drinnen. Da bitte unbedingt drauf achten, weil natürlich die ätherischen Öle sehr schnell in die Haut reingehen, sehr schnell in den Körper reingehen und dadurch natürlich alle anderen Pflegestoffe mitnehmen. Und wenn wir da jetzt Parabene, Paraffine und erdölhaltige Konsistenz haben, dann nimmt das natürlich das wirklich direkt mit und ist sehr schnell auch im Körper nachweisbar. Und das wollen wir natürlich nicht. Daher da wirklich unbedingt drauf achten. 2-3 Tropfen Melrose-Öl. Die Kinder werden es lieben, ist besser, als wenn man jetzt zum Beispiel ein reines Teebaumöl nimmt. Da wollen halt viele den Geruch nicht. Und diese Kombination ist wirklich ganz, ganz toll. Also Melrose-Öl, Mega-Öl, gerade für die Haut. Das zweite Geschenk bei einer Bestellung von mindestens 250 Punkten sind die Longevity-Kapseln. Und das sagt ja eigentlich schon der Name. Longevity steht für Langlebigkeit. Also es sind eigentlich Kapseln, die du täglich schlucken kannst, mit ganz vielen wertvollen ätherischen Ölen drinnen. Das Großartige finde ich bei Young Living immer schon, dass wir eben Nahrungsergänzungen haben mit ätherischen Ölen drinnen. Und da hast du ätherische Öle drinnen, zum Beispiel Weihrauch, Orange, Nelke, Thymian und noch viele, viele mehr, die wirklich auch natürlich unser Immunsystem wieder unterstützen. Und wie gesagt, sie stehen für Langlebigkeit. Also ja, deine tägliche Portion ist da drinnen. Da sind 30 Kapseln drinnen, eben für einen Monat. Wenn du es noch nie ausprobiert hast, dann ist es vielleicht jetzt die beste Zeit, um eben auch Longevity auszuprobieren. Und du wirst es lieben und wahrscheinlich dann gar nicht mehr aufhören damit. Wir sind bei 350 Punkten angelangt und da kommt das nächste Geschenk dazu. Diesmal ist es Peace and Calming 2. Viele wissen oft nicht den Unterschied zwischen Peace and Calming 1, also 1 gibt es ja nicht, zwischen dem normalen Peace and Calming und dem Peace and Calming 2. Das hat Gary gemacht, weil es eine Zeit lang keinen blauen Reinfarn gab und das ausschlaggebende Öl beim Peace and Calming ist eben der blaue Reinfarn. Und da es den eine Zeit lang nicht gab, hat Gary gesagt, er muss einfach ein neues Peace and Calming machen und daraus entstand dann das Peace and Calming 2. Sind eigentlich ziemlich andere, ein bisschen ähnliche Öle drinnen, aber zum Großteil auch andere Öle drinnen. Ich finde beide Peace and Calmings großartig. Die Basis sind Zitrusöle. Hier ist zum Beispiel zusätzlich auch noch die Zistrose dabei und auch noch andere ätherische Öle. Vom Geruch her sind sie schon, also man riecht eigentlich diesen Zitrusduft sehr gut raus. Vom Geruch her sind sie meiner Meinung nach schon ähnlich, aber natürlich anders kann man schon sagen. Von der Wirkung her sind sie natürlich sehr ähnlich. Ich mag sie beide sehr gerne, also einfach ausprobieren, was dir lieber ist. Auf jeden Fall ist das Peace and Calming 2 jetzt als Geschenk dabei. Und ja, es sagt schon der Name, es ist einfach ein Öl, das dich wirklich sehr schnell zur Ruhe bringt. Ich liebe es wirklich am Abend zum Schlafen gehen. Da ist es dann egal, zu welchen ich greife. Ich mag sie, wie gesagt, beide. Und dann nehme ich immer einen Tropfen auf die Handflächen. Ich gebe es mir da sehr, sehr gerne, entweder so direkt wie immer gut inhalieren oder ich gebe es mir auch sehr, sehr gerne eben auf die Brust, Hals. Also ich bin da am Abend sehr großzügig, auf die Arme. Also ich bin, ja, ich liebe es einfach. Also Peace and Calming ist wirklich für mich ein Öl, um in die Ruhe und in die Entspannung zu kommen. Und das ist sehr oft sehr, sehr notwendig nach einem stressigen Tag, um dich wirklich zu entspannen. Natürlich auch ein großartiges Öl für die Massage, für die Meditation, fürs Yoga. Also ja, das ist wirklich so ein tolles Öl in allen Bereichen. Ich habe es neulich auch wieder einer Bekannten geschenkt, die gesagt, wow, was für ein großartiger Duft. Ja. Manche sind am Anfang, das ist auch witzig bei dem Öl, manche mögen am Anfang den Duft nicht unbedingt, aber es heißt ja immer in der Aromatherapie,
Wenn du es nicht magst, dann brauchst du es. Ja? Also jeder, der den Duft jetzt nicht unbedingt so gern hat, der braucht ihn wahrscheinlich. Also Peace & Calming 2, ein wundervolles Öl, um in die Entspannung zu kommen. Jetzt kommen wir zu 400 Punkten, wie immer bei 400 Punkten, also bei einer Bestellung um mindestens 400 Punkte, hast du dann schon einen kostenfreien Versand. 450 Punkte ist immer das Sahnehäubchen, da hast du dann schon all diese Geschenke, einen kostenfreien Versand. Und jetzt kommen nochmal zwei Produkte dazu. Das eine ist ein mega spezielles Öl. Ich habe gerade darüber gesprochen bei Peace & Calming, nämlich Blue Tansy, der blaue Rheinfarn. Man sieht es gleich an der Kappe oben, wie die schon blau gefärbt ist. Dieses Öl ist wirklich dunkelblau und hat einen ganz, ganz hohen Kammerzulen-Wert. Daher ist es auch wirklich von der Wirkung her sofort, ich würde sagen, du bist sofort in einer anderen Welt. Also mir geht es immer so. Ich liebe diesen Duft. Ist auch nicht jedermanns Sache, ja, muss ich auch dazu sagen, weil er beruhigt dich auch sofort. Also für mich kommst du mit diesem Öl sehr schnell in eine ganz, ganz tiefe Stille. Ich mag das Öl auch total gerne in der Hautpflege, also wird auch von wirklich hochwertigen Kosmetikfirmen, von hochwertigen Biokosmetikfirmen und sehr gerne in der Kosmetik verwendet. Und es, du siehst es auch gleich anhand der Farbe. Ich nehme mir da ganz vorsichtig ein Tröpfchen raus. Oh mein Gott, das war so viel. Ich verwende es total gerne in meiner Pflegecreme. Und da sagen viele, oh mein Gott, dann bin ich blau im Gesicht, ich schaue aus wie ein Schlumpf. Nein, du nimmst einen Tropfen, wie gesagt, das war jetzt fast zu viel, nimmst dir dann deine Pflegecreme dazu. Achtung, wiederum rein, natürlich ganz, ganz wichtig, das mache ich immer, Pflegecreme dazu, gut verreiben und dann aufs Gesicht auftragen, Gesicht, Hals, Dekolleté. Du bist nicht blau im Gesicht. Ja. Ich mache, gibt es auch total gerne in eine Maske rein. Klar, da hast du dann ein bisschen auch diesen blauen Effekt drinnen, aber die Wirkung auf der Haut ist großartig. Also es ist wirklich für mich eins der besten Anti-Aging-Öle, eins der besten Öle, um einen strahlenden Teint zu bekommen, also wirklich alles. So musst du aufpassen, auch bei der Kleidung. Du siehst es, du bist wirklich blau, ja. Aber in Kombination auch mit der Bodylotion, mit einer Körperbutter, wie gesagt, mit der Hautpflege, in der Kombination, natürlich löst sich das Blaue auf und du bist dann einfach nicht mehr blau im Gesicht. Und probier es einfach aus. Du wirst begeistert sein. Ich liebe dieses Öl, weil es einfach auch so gut ist. Ja, für so viele Bereiche, zum Beruhigen, zum Hautpflegen, ja, für einen strahlenden Teint, Anti-Aging, also es ist ein All-in-Öl. Und 450 Punkte, wenn du bestellst, das muss ich auch dazu sagen, wenn du um diesen Wert Minimum bestellst, dann hast du Geschenke um mindestens 320 Euro Verkaufswert dazu. Nämlich, es kommt auch noch dieses Puzzle obendrauf. Und das finde ich auch ganz toll. Das ist die Mona Farm in Amerika. So, warte, jetzt bin ich da noch immer blau. Es geht weg, keine Angst, es geht weg. Man muss es nur gut verreiben mit Körperlotion oder was auch immer. Hier beim Puzzle, das finde ich so cool, das ist eben die Mona Farm. Jetzt muss ich es nur schnell aufmachen. Warte mal. Hier beim Puzzle ist auch noch, Moment. Ein Poster dabei. Und das finde ich so cool, das kann man sich dann einrahmen und aufhängen, wer auch immer es möchte. Es ist, glaube ich, kein leichtes Puzzle, weil Lavendel ohne Ende dabei ist. Aber hier hast du ein Bild von der Mona Farm und das ist so schön. Also passt für den Juli, Lavendelernte steht an. Wenn du es nicht schaffst, zur Lavendelernte zu fahren, bestell um 450 Punkte und hol dir den Lavendel nach Hause. So, jetzt habe ich noch zwei Specials für dich. Das erste ist, wir machen immer Storyvorlagen für PVTV, also für
die ganzen Monatsaktionen und die Storyvorlagen stellen wir dir jetzt unten in die Videobeschreibung mit einem Dropbox-Link. Das heißt, du kannst sie dir alle runterladen, kannst sie in deinen Social-Media-Kanälen teilen, kannst sie mit deinem Team teilen, mit wem auch immer du möchtest. Aber ja, alles da. Wir haben alles für dich vorbereitet. Lad sie dir einfach runter. Und das zweite Special, wir verlosen jetzt unter allen Zusehern dieses Puzzle, was ich gerade vorgestellt habe, mit meinen Original Blue Tansy Tapsern drauf. Es riecht auch nach Blue Tansy, also du wirst den Geruch von Blue Tansy dann ewig in deiner Nase haben. Teilnahmebedingungen, bitte unten in die Kommentare einfach das Wort Lavendel schreiben. Unter allen Teilnehmern, die bis zum 10. Juli in die Kommentare schreiben, verlosen wir dieses Set einmalig unter allen Teilnehmern. Also sag's auch deinen Freunden, sie sollen sich unser Video anschauen. Wer auch immer dieses Puzzle gewinnen möchte, mit der Mona Farm drauf, mit dem Poster dabei, mit Blue Tansy Geruch dabei, unbedingt Lavendel in die Kommentare schreiben. Mal sehen, wer es gewinnt. Viel Glück dabei!